Hier schnell hinterher. Wir wollen nämlich nicht entdeckt werden. Wir wollen ja ausbrechen und nicht wieder ins Knast rein. Wie klettern wir hier am besten? Oder warten wir einfach, bis der weg ist und dann laufen wir da lang? Ich glaube, das ist ein, wir laufen da lang. Nun bist du sicher. Ah, danke. Ich wohne hier in der Nähe. Komm, ich hab Essen. Das ist doch ein gutes Angebot. Danke. Niemand hilft anderen, ohne was dafür zu wollen. Ich bin misstrauisch. Vertraust du mir? Pff, du und ich, das ist wohl eher ein Zwangsbündnis. Ich könnte dich nicht loswerden, selbst wenn ich wollte. Sie hat ihr Leben riskiert, um dich aus dieser Zelle zu holen. Das hat sie. Und sie hat was zu futtern versprochen. Und du bist nicht neugierig, was sie will? Welch spannendes Rätsel. Was zu essen fände ich gerade spannender. Naja, wenigstens ist sie ehrlich, ne? Wenigstens ist sie ehrlich. Hier sind wir unter uns. Ich bin Ordin Keen. Tochter von Robian und Callista Keen. Oh, ich bin Frey Holland. Tochter von, was weiß ich wem. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist okay. Schnee von gestern. Schwamm drüber. Lügnerin. Mein Vater war ein namhafter Kognoszent. Kokos was? Kognoszent. Ich verstehe sowieso nur Bahnhof. Gehopft wie gesprungen. Du bist seltsam, Frey. Kognoszenten sind hochrespektierte Gelehrte hier in Ethia. Und meine Mutter war Generalin. Puh, das sind mal große Fußstapfen. Moment, war? Ich war fast mein ganzes Leben lang allein. Ich weiß, wie das ist. Ich habe keine Eltern. Nur ein paar Pflegeeltern, aber das war nie von Dauer. Dann findest du bestimmt auch, dass wir die Arschkarte haben? Dass wir helfen müssen. Gehopft wie gesprungen. Nette Unterhaltung. Hier wohne ich. Du lebst in der Bar? Darüber. Ich mag dich immer mehr. Also gibt's was zu futtern? Den hattest du die ganze Zeit? Ich wollte, dass du mit mir kommst, Frey Holland. Tochter von was weiß ich wem. Sag einfach Frey und wirklich smart. Tja, danke für den Ausbruch, Lady, und den Apfel, aber hier trennen sich unsere Wege. Bitte warte! Hilf mir bitte, meine Heimat zu retten. Ah, des Rätsels Lösung. Tja, ohne mich. Der Bogen aus Licht und dieses Rauschen. Sie brachten dich her, richtig? Du willst zurück nach Hause, oder? Vielleicht kann ich dir helfen. Ein Drink, dann hau ich ab, okay? Unsere einzige Spur. Schick. Wie in so einer Mittelalter-Spelunke. Entschuldigung, war ein Versehen. Her damit! Na los! Zweite Regel beim Clown.
nie die Beute zurückgeben. Und die erste? Lass dich nicht kriegen. Was ist das überhaupt? Hier ist es wertloser Schrott. Wenn es nichts wert ist, warum kann ich es nicht haben? Netter Versuch, Zwerg. Zieh ab! Sie kennt sich auf jeden Fall aus. Ein Krug feinsten Gerstensaft, guter Mann. Uff, haut voll rein. Ihr macht keine halben Sachen. Okay, lass hören. Das Bierchen hält nicht lange. Mein Vater erforschte das Phänomen der sogenannten Toraner sehr ausführlich. Toraner? Der Tunnel aus Licht, durch den du kamst. Seine Schriften liefern vielleicht Antworten. Ich könnte sie dir zeigen. Und... Wusste ich's doch. Zum Ausgleich bringst du mir seine Aufzeichnungen über den Bruch. Sie sind... Auch im Bruch, hä? Du scheinst ja gegen ihn immun zu sein. Sieht so aus. Viele haben sich schon aus der Stadt gewagt, aber... Niemand kommt weit bevor... Bevor was? Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist anders. Okay, du kennst mich offenbar nicht. Ich weiß nicht. Komm, ich zeig's dir. Und danke. Ich hab nicht Ja gesagt. Kaufst du dir das ab? Naja, möglich ist alles. Eine geringe Chance ist auch eine Chance. Das stimmt. Ich will nicht zurück in diese Höllenlandschaft. Ach, du machst das schon. Schließlich bin ich ja bei dir. Wie tröstlich. Ich bin wirklich gespannt, was ich hier noch alles erleben werde. Nebenbei, ich würde gerne mal die Karte angucken. Okay, hier waren wir vorher. Hier kann ich die einzelnen Markierungen setzen. Boah, ich bin richtig gehypt. Am liebsten würde ich hier alles wissen und alles erkunden. Sind sie das? Deine Eltern? Ja, das wurde in einer Gilde der Kognoszenten gemalt. Vater war einer der Kognoszenten von Jenun. Er verlegte all seine Arbeit nach Prenost, kurz bevor der Bruch die Gilde in Jenun zerstörte. Seine Notizen sind in Prenost? Ja. Er brachte mich hierher, damit ich vor dem Bruch sicher bin. Aber bald danach zog es ihn zurück zu seiner Forschung. Das ist 20 Jahre her. Wir sahen uns nie wieder. Und inzwischen wurde das gesamte Umland vom Bruch verschlungen. Frag mich, was der Bruch ist. Erzähl mir von ihm. Er war ein kluger Mann, allseits beliebt. Er stand kurz vor seinem Ziel, den Bruch zu verlangsamen, vielleicht sogar umzukehren. Das Volk glaubte an ihn. Glaubte, dank ihm würde alles wieder, wie es war. Ich versuche, seine Arbeit fortzuführen, damit Hoffnung bleibt. Hier, seine Notizen zu den Toraner. Ja, sieht vertraut aus. Du kannst es haben, wenn du mir hilfst. Quid pro quo. Alles klar. Er bewahrte seine Bruchnotizen in roten Büchern auf. Du musst sie finden und zu mir bringen. Okay, ich hol also die Bücher,
bring sie zu dir und wir sind quitt. Danach war's das dann für mich mit Helfen. Ich werde tun, was ich kann, um dich nach Hause zu bringen. Du hast mein Wort. Legst du dafür die Hand ins Feuer? Ich soll brennen? Nein, nein, ist nur eine Redens... vergiss es. Ich werde diese Worte sofort vergessen. Gut. Okay, bin dabei. Wieso nicht? Ist nicht so, als hätte ich viele Optionen. Das sind gute Neuigkeiten. Du leistest Ethia einen großen Dienst damit. Ah, darum geht's mir zwar nicht, aber klar, okay. Bevor du einen Ausflug in den Bruch unternimmst, solltest du dich ausruhen. Ich gehe morgen früh. Wo kann ich mich aufs Ohr hauen? Ohr hauen? Aufs Ohr, schlafen. Oh, natürlich. Folge mir. Ah, zu witzig. Ich find's witzig hier, diesen Unterschied zwischen hier normaler Sprache und mittelalterlicher Sprache. Du kannst jederzeit hier übernachten. Ich lege dir saubere Kleidung raus. Danke. Du bist in Ordnung. Okay, ich kann hier aber anscheinend auch noch ein paar Sachen finden, die ich mitnehmen kann. Alte Münze. Okay, nein, meinen Zaubersprung kann ich hier nicht machen. Davon können wir einen mitnehmen. Und dann gehen wir mal schlafen für heute. Mann, was für ein Tag. Das kommt mir alles so unwirklich vor. Und doch ist es wahr. Schlaf jetzt. Morgen wird wieder ein langer Tag. Mehr Mana freigeschaltet. Ja, wir speichern. Kapitel 4, oder? Nein, immer noch nicht. Gehört noch alles zu Kapitel 3, okay. Wir sehen aber gut aus. Ausrüstung. Zur Ausrüstung zahlen alle Gegenstände, mit denen Freya sich ausstatten kann, um ihre Fertigkeiten und Werte zu verbessern. Wähle Ausrüstung im Menü aus, um deine aktuelle Auswahl zu verändern. Wenn du einen neuen Gegenstand erhältst, solltest du nachsehen, welche Effekte er hat. Sie können dir den entscheidenden Vorteil bringen. Liebend gerne. Kapuzenumhang. Jetzt siehst du aus wie wir. Nur die Schuhe verraten dich. Das sind meine treuen Fluchthelfer. Die Treter bleiben. Letztes Wort. Einverstanden. Hier, die wirst du brauchen. Eine Karte Ethias, damit du dich nicht verläufst. Hier, da ist die habe ich gebraucht. Gilde. Perfekt. Okay, Frey hat die detaillierte Karte von Auden erhalten. Sie zeigt alle vier Reiche. Athias, Junon, Branost, Avoalet und Visoria. Sowohl die Stadt Sipal in seinem Zentrum. Vor dem Bruch konnten die Menschen frei von einem Land ins andere reisen. Aber diese Zeiten sind längst vorbei. Und heute weiß niemand, was aus den Orten, die auf der Karte markiert sind, inzwischen geworden ist. Den Rest gucken wir uns irgendwann anders an. Freyas Abenteuer, die Forschung ihres Vaters. Wir haben neue Magie, die wir erlernen können, aber reden wir erstmal mit ihr. Nochmals, danke. Tantas Segen. Dir auch, was immer das heißt. Okay, ich habe hier verschiedene Sachen, die ich machen kann.
Steck dir doch einen Apfel ein. Ein Apfel am Tag? Frey zu stärken vermag. Wie poetisch. Toll. 5 Minuten auf freien Fuß und schon mal wieder klauen. So geht das aber nicht. Zipal. In Zipal kannst du diverse kleine Anekdoten erleben, bei denen es darum geht, Stadtbewohnern zu helfen. Die Charakter, um die es geht, erkennst du an einer Markierung über ihre Köpfen. Manche dieser Aufträge stehen möglicherweise im späteren Verlauf der Handlung nicht mehr zur Verfügung. Warte also nicht zu lang damit, auf Leute zuzugehen und drücke F, um eine Unterhaltung zu beginnen. So, wo geht's zu der Gilde der Kognoszenten? Wenn ich die Karte des Bauernmädchens richtig lese, müssen wir zum Südtor der Stadt hinaus. Okay, dann mal nix wie los. Hallo, was darf sein? Ich guck mal, was ich alles machen kann. Zuallererst hier. Was ist das? Das ist Pater aus Chenun. So sehen hier Würfel aus? Sie sind aus Tierknochen. Du wirfst sie. Und wenn du eins der kleinen Symbole würfelst, dann ist heute dein Glückstag. Wow, klingt spaßig. Oh, es macht Spaß. Niemand nimmt das Spiel allzu ernst. Los, probier es mal. Pater. Pater sind würfelähnliche und bestehen aus Tierknochen. Sie zu werfen bringt angeblich Glück. Probier es aus. Wenn sie zum Symbol landen, hältst du einen vorübergehenden Kampfbonus. Ja, das kann echt nicht schaden. Warum nicht? Na, sieh dir das mal an. Oh, du fühlst dich plötzlich magisch besser gerüstet. Das hat was doch. Versuch dein Glück doch morgen nochmal. Okay, ich kann es jeden Tag einmal machen. Das ist cool. Was hast du für mich? So, man hört, du willst zur Gilde. Na, du hörst wohl so einiges. Das ist wahr. In dieser Stadt passiert wenig, von dem ich nichts mitbekomme. Ha. Keine Ahnung, ob wir ihm trauen können. Aber mal sehen, was er uns verraten kann, meinst du nicht? Fragen wir nach der Gilde der Kognoszenten. Die Kognoszenten studierten alles, was uns Normalsterblichen viel zu hoch war. Unser lieber Tree meinte immer, eines ihrer Bücher wäre mehr wert als 100 Brotlaibe. Das ist alles? Ich dachte, du wärst so gut informiert. Ich sagte doch, ich kenne die Stadt gut. Und dieser Ort liegt nicht innerhalb der Stadt, soweit ich weiß. Komm schon, das war besser als nichts. Armer Kerl. Nach Auden fragen. Auden ist zwar ernst, aber sie hat Köpfchen. Und in Zipor gibt es niemand Gütigeren. Gut, es gibt Leute, die meinen, dass sie ihre Nase in Dinge steckt, die sie nichts angehen. Ich gehöre auch zu diesen Leuten, das steht fest. Aber ihr Vater, Robian, er war angesehen genug, dass jeder weiß, sie muss das Herz am rechten Fleck tragen. Er war früher ein ziemlich guter Kunde von mir. Nach dem edelsten Tropfen fragen. Glaubst du nicht, du hast genug getrunken für ein Leben? Wow, edles Zeug. Das Aroma ist ja ganz schön vielschichtig. Hm, eine echte Kennerin, was? Komm schon, mir kannst du's sagen. Was ist die Geheimzutat? Ha, die ist geheim. Und das wird sie auch bleiben. Na, mehr haben wir nichts. Hm, wie du willst.
Orden verlässt sich wirklich auf dich, weißt du? Ist ja nicht mein Problem. Wie nett. Na, wir sehen uns bald wieder. Das ist immerhin das einzige Gasthaus hier. Ja, Konkurrenz hat er wirklich nicht. Dann bis bald. Dir gefällt es dort, nicht wahr? Hä? Ich schätze, es ist schon ganz okay da. Oh, wäre ich noch jung und Stammkunde in der örtlichen Trinkstube. Ja, neidisch, was? Okay, was ist denn hier? Ich bin ein paar von Vaters Notizen durchgegangen. Aber leider sind sie alle sehr alt. Ich bräuchte seine Notizbücher aus der Kognoszentengilde. Ich bin sicher, dass sie uns helfen können, Ethia zu retten. Du holst sie doch, oder? Natürlich hole ich sie. Allzu viel Auswahl habe ich auch gar nicht. Wie weit noch? Wir nähern uns. Okay, darüber komme ich nicht. Dann hier einmal links und einmal rechts. Tantas Segen! Moment, wer bist denn du? Du bist doch nicht die, die von außerhalb der Stadt gekommen ist, oder? Tja, aber stell mir bloß keinen Unfug an, hörst du? Ich doch nicht, ich bin harmlos. Tantas Segen! Moment, wer bist denn du? Na, schon wieder das. Du bist doch nicht die, die von außerhalb... Ich dachte, die hätte vielleicht was anderes zu sagen. Holde Maid, schenkt mir einen Moment. Aber gerne. Bitte, leiht mir euer Ohr. Ich habe ein Lied für euch. Bleiben und zuhören. Wohlan denn, lasst mich euch mit der Ballade der äußerst gewitzten Person aus Sipol beglücken. Ist ihm ernsthaft kein besserer Titel eingefallen? Nun, hat sie euch ergriffen? Hat die klagende Melodie Bilder des nahenden Pesthauchs heraufbeschworen, die Schreie seiner garstigen Bewohner? Ist die unglückselige Bevölkerung der Stadt, wie ich, dazu verflucht, deren Mauern nie wieder zu verlassen? Wieder? Warst du etwa jemals da draußen? Aber ja doch. Welch ein Musikant wäre ich, würde ich nicht ausziehen, um durch Berg und Tal zu wandern. In meinen Träumen natürlich. Hey, Barde! Verbrecher durchstreifen die Straßen und du machst weiter deine Katzenmusik, obwohl gerade eine Krise herrscht. Vergebt mir, aber es herrscht immer eine Krise. Nun, da hast du nicht unrecht, aber trotzdem. Sie ist eine Wache, Frey. Wir sollten gehen, sofort. Ich verschwinde dann mal besser. Warte, du bist... Schade, dass ihr gehen müsst, Holde Maid. Doch die Zeit drängt. Auf, wohlan. Das war eindeutig zu knapp. Ja, aber das war's. Aber dank des Narren sind wir entkommen. Traumwanderung, für wahr. Ja, und dieses Lied. Was soll das bitte gewesen sein? Okay, kannst du das Quatschen einstellen, während wir in St. Paul sind?